Ja, das ist deiner. Habt ihr alle? So. Ich hab schon beide Schuhe. Ja, super. Kommt ihr zwei? Sitzt ihr? Guten Morgen. Ich habe die Kinder vor einer Dreiviertelstunde in den Kindergarten gebracht und war jetzt bei Netto einkaufen und bei Wollwort noch ein paar Kleinigkeiten holen. Ja, und ich wollte jetzt wieder nach Hause fahren, den ganz normalen Haushalt machen und dann steht auf meiner To-Do-Liste für heute, dass ich die Küche komplett einmal ausräume und wieder neu einräume. Wobei das nicht ganz so schlimm aussieht eigentlich, weil ich es regelmäßig immer gemacht habe, aber dass ich jetzt einfach nochmal einen neuen Grund reinbekomme. Und da dachte ich mir, ja, nehme ich euch heute einfach mit. Mal gucken, was noch so passiert. Ben und Jonas sind ja jetzt schon seit letzter Woche, sind die jetzt regelmäßig im Kindergarten. Also die Eingewöhnung ist jetzt durch. Sie gehen von 9 bis 14 Uhr in den Kindergarten, machen da 2 Stunden ihren Mittagsschlaf. Von ja so kurz nach 12 bis um 2 und dann komme ich meistens so um 5 nach, 10 nach 2 komme ich. Und das klappt ganz gut, also alle 3 Kinder. Ich packe die jetzt alle 3 um 9 Uhr in den Kindergarten. Wie sich das anhört, ich packe die dahin. Ja, die kommen um 9 Uhr in den Kindergarten und ich hole sie dann alle um 2 Uhr wieder ab. Wobei der Leon das manchmal doof findet, wenn die gerade rausgehen wollen um 2 und ich dann schon komme. Und die essen dann noch so einen Snack um 2:30 oder um 3. Ja, das ist der halt die ganze Zeit gewohnt gewesen und ja, jetzt wird er halt um 2 Uhr abgeholt. Ich denke mal im Winter, wenn wir eh nichts vorhaben, dann kann ich Leon ja oder generell die Kinder vielleicht auch länger lassen, wenn ich die nicht runterstufen kann. Ansonsten hole ich die dann halt um 2 Uhr ab. Da müssen sie durch. Ich zeige euch mal eben schnell, was ich gekauft habe. Ich habe einmal Möhren und Äpfel gekauft. Passend dazu noch den Orangensaft, weil ich eine Marmelade machen wollte. Das ist die Hasenmarmelade oder so. Ich denke mal, das schaffe ich nachher noch. Ich hoffe, dass ich das nachher noch schaffe. Dann habe ich das nämlich weg. Also Hasenmarmelade, die finde ich sehr lecker. Und Erdbeermarmelade wollte ich machen. Da habe ich 3 Schälchen geholt. Die holt meine Mutter sich nämlich immer regelmäßig bei mir ab. Die schnurrt immer Marmelade. Ja, und ich habe nur noch ein Glas und deswegen wollte ich jetzt Nachschub machen. Oh, noch eine Erdbeere. Haushaltstücher. Dann habe ich hier so ein 6er-Paket von Albi. Mango, Maracuja, Orange. Das mische ich mir ja immer mit der roten Kraft zusammen. Das ist ja mein Kaffeeersatz. Das trinke ich ja fast jeden Morgen. Heute Morgen habe ich es getrunken. Gestern habe ich es, glaube ich, gar nicht getrunken. Ja, und ich finde, das mit diesem Saft schmeckt es einfach am besten. Das habe ich euch ja schon ganz oft gezeigt. Das ist halt mit Guarana. Und das ist halt, ja, mein Kaffeeersatz. Das ist auch keine Kooperation oder so. Das habe ich selbst gekauft. Das habe ich mittlerweile jetzt als Sparabo bei Amazon immer. Und dann kommt das regelmäßig. Das trinke ich, wie gesagt, nicht jeden Morgen. Aber manchmal finde ich das, ja, ganz nützlich. Ich habe vieles ausprobiert. Mit Wasser schmeckt mir das überhaupt nicht. Mit Orangensaft auch nicht. Aber hiermit schmeckt es echt gut. Dann brauchten wir noch Eier, Buttspray. Da habe ich nur eine Flasche gekauft, weil ich die von Rossmann besser finde. Aber ich brauchte jetzt ganz dringend Sonnencreme. Ich habe die letzte nämlich heute Morgen verbraucht. Und ja, ich komme erst in 2-3 Tagen oder so in die Stadt. Dann hole ich das wieder von Rossmann für den Urlaub auch. Das vermeide ich eigentlich zu kaufen, weil wir das so gerne essen. Ja, aber ich habe es jetzt gekauft, weil ich Waffeln machen wollte. Vibris brauchte ich. Senf. Muskatnuss kann man immer mal gebrauchen. Kleine Cocktailwürstchen, die essen die Kinder total gerne. Die mache ich dann immer mit auf den Abendbrotteller. Das ja, kommt immer ganz gut an. Märchenstreich, Himbeeren, Wassermelone. Mein Alpro Naturjoghurt, das ist ja dieser Sojajoghurt. Das habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Wenn man den süßt mit Agavendicksaft oder so, dann schmeckt man da jetzt nicht so einen krassen Unterschied. Und ich wollte ja gucken, ne? Schaffe ich nicht immer, auf Milchprodukte zu verzichten. Also hier schaffe ich es zum Beispiel nicht. Eis darf bei diesem Wetter nicht fehlen. Und das schmeckt so lecker, diese Schnitten. Kaktuseis. Oder hier diese Ice Cream Sticks. Bei Wollwort habe ich die Einmachgläser gekauft. Da habe ich 6 von den mittleren gekauft und einen großen. Ich hätte gerne hiervon mehr gehabt, aber hatten sie leider nicht. Ich habe auch noch ein paar Gläser, aber damit komme ich irgendwie nie aus. Und 2 kleine, einfach wenn man mal so einen kleinen Rest noch übrig hat, dann kann man den da reinfüllen. Und hier habe ich noch so ein paar Aufbewahrungsgläser gekauft, weil ich das ja gleich etwas schöner machen wollte. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ich habe jetzt nur ein paar gekauft. Ich denke, ich bräuchte aber so 2-3 mehr. Ich wusste halt jetzt nur nicht, ja, wie viel. Und bevor ich so viel habe, finde ich das auch doof. Ich schaue jetzt einfach mal, was ich da reinpacken kann. Also hier wollte ich Kakao reinfüllen. Hier wollte ich Erdbeermilch, also dieses Pulver Erdbeermilch noch reinfüllen. Und für Reis und sowas brauche ich das, glaube ich, auch noch.
Ja, und dann gucke ich mal, falls ich hiervon mehr brauche, weil hier fülle ich immer gerne das Mehl ein. Wobei ganz viele hier auch sagen, dass es irgendwie Ungeziefer anlockt, aber ich hatte bis jetzt noch nie Probleme damit. Toi, 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 ist hier irgendwo Holz? Dann fand ich diese Handtücher total schön. Das ist so ein Weinrot, ein ganz dunkles. Und da habe ich dann 3 Gästehandtücher, für jedes Kind 1 gekauft und 2 normale Handtücher. Die Duschtücher kaufe ich beim nächsten Mal, aber ja, so auf die Menge gesehen, wenn ich davon 5 kaufen würde, dann wäre das auch wieder voll teuer. Und dann gehe ich lieber nächste Woche nochmal, ich weiß, macht keinen Sinn. Ich muss mich jetzt auch beeilen, weil diese 5 Stunden, die gehen total schnell rum. Ja, ich stelle mir meistens immer die Alexa, das ist so dunkel hier, die Alexa, damit die mir Bescheid gibt, dass ich noch eine halbe Stunde habe, bis die Kinder abgeholt werden, damit ich mich dann noch ein bisschen frisch machen kann. Ich wollte jetzt nochmal ein paar Maschinen anmachen. Dann kann ich das auch direkt da reinschmeißen. Und ich brauche ganz dringend ein neues Bügelbrett. Das ist schon mega alt. Und immer wenn ich da irgendwas am Bügeln bin, obwohl ich das hier schon ein paar Mal erneuert habe, hier dieses Vlies da drunter, immer wenn ich bügel, muss ich aufpassen, dass ich den Abdruck vom Bügeleisen nicht auf die Kleidung übertrage mit dem Bügeleisen. Also von diesem Bügelbrett, dann hat man da so ein Gitter drauf, das ist schlimm. Oder hier diese Stockflecken, das ist jetzt seitdem ich das Dampfbügeleisen habe so schlimm. Das verträgt sich, glaube ich, auch gar nicht so mit dem, ja, mit diesem Brett. Wie gesagt, ich erneuere das hier eigentlich immer regelmäßig. Ja, dieses Muster meine ich. Und das war mal etwas dicker hier und das ist in die Jahre gekommen. Natürlich total dünn und platt gebügelt worden. Also überhaupt nicht mehr schön. Ich wollte mir immer wieder ein neues Bügeleisen kaufen, aber irgendwie kam ich nie dazu. Und jetzt werde ich es auf jeden Fall machen. Jetzt habe ich Zeit, mich in Ruhe informieren. Und viele sagen immer, boah, bügel doch nicht, das brauchst du doch gar nicht, das ist unnötig. Sowas kommt dann halt zustande, wenn ich das einfach nur aufhänge. Und wenn ich es im Trockner packe, habe ich es meistens immer vergessen und dann erst irgendwie einen halben Tag später rausgeholt, dann sieht das genauso aus. Ja, und das sind dann so Sachen, die müssen gebügelt werden. Ich habe hier auch Klamotten, die müssen überhaupt nicht gebügelt werden. Das ist total ungewohnt, dass man jetzt einfach, wenn die Waschmaschine nach 2 Stunden fertig ist, wenn man die angemacht hat, dass man dann runtergehen kann und die Wäsche dann einfach zusammenlegen kann. Dafür hatte ich vorher gar keine Zeit, weil, ja, ich, wenn Ben und Jonas wach sind, will ich ja jetzt nicht so viel Haushalt machen. Da wollte ich mich ja auch um die beiden kümmern. Und wenn, dann habe ich sie mal mit runtergenommen, aber einfach nur, um die Wäsche vom von der Waschmaschine in den Trockner zu packen. Dann haben die mir dabei auch gerne geholfen, aber dass ich jetzt hier alles in Ruhe zusammenlege, während die hier am Rumwuseln sind, dafür habe ich einfach keine Ruhe. Dann kümmere ich mich lieber so um die Kinder. Und wenn die schlafen, habe ich ja dann immer den Haushalt gemacht. Aber da war jetzt nicht wirklich viel Zeit für Wäsche. Die Wäsche habe ich dann meistens immer erst abends gemacht oder am Wochenende. Und das brauche ich ja jetzt dann auch nicht mehr machen. Das heißt, die Zeit können wir dann einfach zu fünft ganz normal verbringen. Wie jede andere Familie auch. Ohne dass ich zum Dennis sagen muss, boah, ich muss jetzt nochmal in den Keller die Wäsche machen oder so. Da hat der Dennis ja immer gesagt, von wem kommen wir, holen uns eine Wäschefrau. Eine Frau, die nur unsere Wäsche wäscht. Aber da habe ich gesagt, das brauchen wir ja nicht, wenn die Kinder jetzt im Kindergarten sind. Aber wären die jetzt nicht im Kindergarten, dann hätte ich mir bestimmt eine Wäschefrau zugelegt. Ganz viele aus meinem Freundeskreis haben auch eine Putzfrau. Aber ich bräuchte die jeden Tag und das ist ziemlich teuer. Es wird sich nicht lohnen, wenn die nur einmal die Woche kommt, weil ich ja wie gesagt Haustiere habe. Und da muss man jeden Tag einmal alles abstauben, von Katzenhaaren befreien. Wenn man das nämlich nicht gemacht hat, dann ist man voller Katzenhaare, wenn man sich auf die Couch setzt oder so. Das ist natürlich anders, wenn man gar keine Haustiere hat. Ich finde es immer ganz gut, wenn dann der Fensterputzer kommt. Damit bin ich schon total zufrieden. Ich bin jetzt erst mit allem fertig geworden und rein theoretisch hätte ich jetzt nur noch eine Stunde, keine ganze mehr. Und dann wollte ich ja eigentlich die Kinder schon wieder abholen. Ich habe noch nicht mal geschafft, die Marmelade zu machen. Aber die Erdbeermarmelade muss ich heute Abend auf jeden Fall machen, sonst, ja, ich weiß halt nicht, wie die Erdbeeren morgen aussehen. Das mache ich aber dann heute Abend, das ist nicht so schlimm. Aber ich wollte die Küche noch schaffen. Ich dachte mir jetzt aber, dass ich wirklich nur die Schubladen mache, die chaotisch sind. Weil ich habe hier viele Schubladen, die gar nicht so chaotisch sind. Zum Beispiel habe ich hier vor kurzem erst alles aufgeräumt und sauber gemacht. Ich mache das ja ab und zu immer wieder. Diese Schublade hier zum Beispiel wird immer ein ordentliches Chaos bleiben. Also das ist immer ein bisschen chaotisch da drin, weil ich da immer wieder was suchen muss. So wie mein Kleiderschrank. Das habe ich gestern auf Instagram gezeigt, wie mein Kleiderschrank vorher aussah. Mir war es schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber die Kinder haben sich da immer drin versteckt. Ich habe immer irgendwas gesucht im Kleiderschrank.
Und da habe ich auf Instagram ein Vorherbild gemacht und ein Nachherbild. Das ist so ein krasses Ergebnis. Genauso wie mein Keller. Also der Kleiderschrank und mein Keller, das war das größte Anliegen, was ich hatte. Und ich bin froh, dass ich das jetzt fertig habe. Das war ein Chaos-Keller. Den habe ich immer wieder, räume ich den auf. Und immer wieder sieht der chaotisch aus. Und ich zeige euch mal, wie das vorher aussah, weil ich was gesucht habe und dann irgendwie alles runtergefallen ist. Und jetzt zeige ich euch mal das Endergebnis. Ja, aber hier, das ist jetzt nicht so krass. Außer hier die Schublade, hier könnte ich vielleicht mal ordentlich machen. Oder die hier. Das sind halt auch die beiden Schubladen, die ich jeden Tag benutze, wo ich jeden Tag immer irgendwas suchen muss. Und die hier auch. Alles andere ist eigentlich ordentlich. Hier räume ich auch immer wieder auf. Das ist auch immer ein ordentliches Chaos. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Ich wollte halt gerne noch diese drei Schränke einmal nur auswaschen, entstauben so ein bisschen. Und hier haben wir zum Beispiel so ein paar Medikamente, die haben wir immer wieder mal gebraucht. Die habe ich jetzt da oben einfach liegen, weil da kommen die Kinder eh nicht dran. Aber das stört mich, das werde ich dann auch noch wegräumen. Vielleicht schaffe ich das heute Abend noch. Und diesen Schrank hier, den wollte ich halt auch noch richtig schön machen. Also jetzt wollte ich noch ganz schnell die Fingerabdrücke und sowas wegmachen. Das geht auch wirklich schnell. Ich werde auch immer wieder gefragt, mit was für einem Lappen ich die ganzen Hochglanzflächen und sowas sauber mache, weil ich ja auch immer total oft mit einem Lappen hier generell über ja alles gehe eigentlich. Immer wenn ich sauber mache, damit die ganzen Haare und der ganze Staub mit abgeht, nehme ich halt einen feuchten Lappen. Normalerweise habe ich aber da einen richtig teuren Lappen, also so einen Hochglanzlappen für. Und jetzt wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal andere Putztücher auszuprobieren. Und eigentlich habe ich erst zurückgeschrieben, dass ich kein Interesse hätte, weil ich habe meine Putztücher, damit bin ich zufrieden. Und dann hat die Dame nicht locker gelassen und hat gesagt, komm, probier die doch einfach mal aus. Das ist ein Dreierpaket, du bist auch gar nicht dazu verpflichtet, die vorzustellen. Wenn du die doof findest, dann erzählt sie einfach nichts. Und ich schicke dir die dann einfach mal zu. Und dann hat die mir den Preis genannt, wie teuer die Lappen, ich bin am Schwitzen, haben wir so heiß. Dann hat die mir gesagt, wie teuer diese drei Lappen sind. Und ich habe dann gesehen, wie groß diese Lappen sind. Die sind ja richtig groß. Und da war ich dann halt total begeistert, weil drei von diesen Lappen günstiger sind als einen so ein Hochglanzlappen, den ich vorher hatte. Und dann dachte ich mir, komm, ich probiere die jetzt einfach mal aus. Das ist ein Putzlappen, den macht man einfach nur leicht feucht, bringt den ganz gut aus. Und dann kann man damit super über alle Hochglanzflächen, Glasflächen oder was auch immer gehen. Oder hier auch über diese, ich sauge und wische dabei direkt mit dem Hochglanzlappen. Wie gesagt, vorher war es eine andere Marke, jetzt habe ich die. Ich habe drei Stück davon. Einen habe ich im Gästebad, dass ich da immer alles auf Hochglanz habe. Einen Lappen habe ich oben im Bad und einen habe ich dann immer hier fürs Haus. Und ich wasche die halt auch regelmäßig. Ne? Dürfen auf keinen Fall mit Weichspüler gewaschen werden. Ich werde euch die unten mal in die Infobox verlinken. Ich finde die nämlich wirklich sehr gut. Und ja, warum soll man sich einen Lappen für 25 Euro kaufen, wenn man drei für noch einen günstigeren Preis bekommt. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber man sieht halt hier diese ganzen Fingerabdrücke. Und dann geht einfach hier drüber. Ich mache das jetzt mal so. Ich glaube, man kann es sehen, man sieht gar nichts mehr.
sobald man hier drüber war, fängt es wieder an zu glänzen. Und so mache ich das halt auch immer gerne im Bad. Ich zeige euch das am besten mal im Badezimmer. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Aber ich mache jetzt eben schnell die Fronten hier noch zu Ende. Und genauso mache ich das auch bei meinen Granitoberflächen. Das ist ja auch so eine Hochglanzfläche, wo man auch wirklich alles drauf sieht. Und dann gehe ich da einfach nur so drüber und dann glänzt das wieder alles. Und das Ganze geht natürlich dann auch mit Spiegeln oder Fenster. Also ich putze meine Fenster ungern mit so einem Lappen, sondern ich putze meine Fenster lieber mit dem Kercher, wenn ich die überhaupt putze. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich habe die Kinder aus dem Kindergarten abgeholt und dann sind wir direkt weitergefahren zu einer Freundin. Die Kinder haben richtig schön draußen miteinander gespielt. Es wurde sich nicht einmal gestritten, also auch nicht zwischen Leon und seiner Freundin. Und ich konnte mich ganz in Ruhe unterhalten und der Dennis ist auch gerade nach Hause gekommen, duscht die Kinder ab. Und ich wollte jetzt das Abendessen machen. Es gibt Spaghetti Carbonara, das ist unser Lieblingsgericht. Ich mache das nicht im Thermomix, es ist nämlich ein Thermomix-Rezept. Ich mache das ganz normal im Topf, weil ich das irgendwie einfacher finde. Ich brauche den Thermomix nur für den Parmesankäse. Den schneide ich ja schon immer in Stücke und friere den so in einer Tupperdose ein. Und immer wenn ich den brauche, dann kann ich mir nach Bedarf was nehmen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das eingefroren ist. Ich brauche jetzt 100 Gramm. Das macht der locker, also einfach nur ein paar Sekunden auf Stufe 10 und dann hat man gleich schön fein geriebenen Parmesankäse. Dann mache ich den Thermomix sauber und während ich das Essen koche, kann ich dann direkt schon mal anfangen, die Erdbeermarmelade zu machen. Schade, Schokolade. Warum kriege ich denn kein Küsschen? Ich kriege immer ein Küsschen von dir. Schön. Willst du hier schlafen heute? Ja. Ja? Gute Nacht. Ja. Wie süß. Gute Nacht. Gute Nacht. Hat natürlich nicht geklappt. So, jetzt sagen wir dem Leon mal gute Nacht. Sag mal gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Benny. Der möchte ein Küsschen geben. Nein. Ich habe Durst, Mama. Durst. Ich habe Durst. Ich habe meinen Durst. Durst. Durst.
Jetzt können wir ins Bett gehen, oder? Ja. Oh. Alle sind im Bett und ich habe es noch geschafft, die oberen Schränke fertig zu machen. Mich hat das jetzt total gewurmt. Ich wollte die noch fertig haben. Das ging eigentlich auch relativ schnell. Ich habe das sogar noch beim Kochen währenddessen immer wieder mal ausgeräumt und ausgewaschen. Es war halt nur ein bisschen staubig, das ging eigentlich. Das muss ich halt nur noch beschriften, das Kakao, Erdbeermilch und Cappuccino, Schokostreusel. Aber das werde ich noch beschriften, das mache ich morgen. Und noch ein paar Gewürze, die ich beschriften muss. Aber so finde ich das jetzt ganz gut. Ich komme halt überall dran und an den Themen muss ich momentan nicht dran. Ja. Habe ich die Medikamente endlich alle rausgenommen und dann war es soweit eigentlich auch ordentlich. Da habe ich dann auch nur Staub gewischt und hier habe ich auch nur ein bisschen ja, die Sachen ausgeräumt. Hier war vorher der Cappuccino drin, den habe ich jetzt da eingeräumt. Erschreckt euch nicht, ich habe eine Schlammmaske drauf und ich kann deswegen nur ganz komisch reden, weil das hier gerade so hart wird. Ja, ich habe hier auf meine Unreinheiten habe ich, obwohl hier habe ich gar keine Unreinheit, aber hier habe ich halt da, wo ich es nötig habe, die Schlammmaske drauf und hier habe ich eine Feuchtigkeitsmaske drauf und das tut so gut. Ich merke richtig dieses leichte Brennen, also nur ganz, ganz leicht, das finde ich richtig schön und hier das Kühlende, also dieser kühlende Effekt. Ja, ich wollte jetzt noch ganz schnell, weil ich muss jetzt warten, bis die letzte Maschine und dann bin ich fertig. Dann bin ich fertig mit der Wäsche, dann kann ich ja morgen alles wegräumen, wenn die Kinder im Kindergarten sind und dann habe ich die Wäsche fertig. Das ist total komisch. Ich dachte mir, in der Zeit möchte ich gerne noch was machen. Ich habe hier ein paar Projekte liegen. Einmal wollte ich diesen Belu-Schaum und was ist das denn hier, was ich hier habe? Cremeschaum und das ist Duschschaum. Das habe ich nämlich für die Tochter von meiner Cousine gekauft, weil ihre Schwester eingeschult wird und dann treffen wir uns nachträglich dann am Sonntag und ich habe halt was für ihre Schwester gekauft und ich dachte mir so, als Kleinigkeit bekommt sie auch was, das ist ein Teenager. Ja, und ich denke mal, die freuen sich ja über sowas. Für diese beiden Flaschen wollte ich ja so eine Pappschachtel basteln, dass ich die da reinstellen kann und dann brauche ich nur noch so eine Klarsichtfolie drüber packen. Das werde ich jetzt, denke ich mal, machen. Ich wollte noch einmal Ben und Jonas Sockenschachtel kennzeichnen. Und zwar ist das hier diese große, dass ich halt weiß, von wem diese Schachtel ist, damit ich damit nicht immer so durcheinander komme. Ich finde das schon schwierig genug, die erstmal zu sortieren, die ganzen Socken mit den verschiedenen Größen. Ich werde das jetzt mit euch zusammen machen. Ganz viele fragen halt immer, ob ich euch wieder mitnehmen könnte beim Plotten. Viele finden es auch langweilig und ja, ich finde es aber interessant und deswegen zeige ich euch das auch. Ich werde das jetzt einfach am Ende einfügen für diejenigen, die es interessiert. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!